Hallo und herzlich willkommen bei Einfach näher, der Nepark Podcast. Mein Name ist Tanja und ich darf mich in jeder Folge mit einem Gast über eine ganz bestimmte Maschine aus dem Nähzimmer unterhalten. Wir sprechen darüber, warum es gerade dieses Modell geworden ist, was sie besonders gut kann, welche Funktionen am meisten genutzt werden und natürlich auch, was damit so produziert wird. Wenn ihr mehr Infos oder Bilder braucht, ihr findet in den Shownotes einen Link zu einer Infoseite über diesen Podcast. Dort zeigen wir euch den Gast, die Maschine, die vergangenen Folgen und einen Ausblick auf die nächste Folge. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und wenn ihr uns Nachrichten dazu schicken wollt, dann könnt ihr das zum Beispiel über Instagram und Facebook direkt an den Nepark machen. Heute ist die Kirsten bei mir und wir sprechen über ihre Brother V3 LE. Hallo Kirsten. Hallo Tanja. Schön, dass wir uns über deine Maschine unterhalten können. Ich war schon ganz gespannt. Ich habe am Anfang noch überlegt, ob ich bei dir die Nähmaschine oder die Stickmaschine nehme. Jetzt haben wir uns erstmal für die Stickmaschine entschieden. Bevor wir uns über die Maschine unterhalten, darfst du dich natürlich erstmal selbst vorstellen. Ja, ich bin Kirsten Klüver, ich bin 54 Jahre alt, ich habe zwei erwachsene Kinder. Und vor 2011, Ende 2011, einen YouTube-Kanal aufgemacht und danach angefangen, damit nähen zu lernen. So kam das, so kam ich an die Nähmaschinen. Also erst YouTube, dann die Ja, Nähmaschine. ich wollte eigentlich mit Papier basteln. Okay, es hat nicht so ganz funktioniert, macht aber nichts. Das ist das, was ich mag. Also man kriegt das ja ziemlich schnell mit, ob das was für einen ist. Im Schulunterricht macht nie, nicht so viel Spaß, fand ich. Und das ist schon perfekt jetzt. Gut. Deinen YouTube-Kanal werden viele kennen. Ich werde ihn trotzdem in den Shownotes verlinken. Wer gleich mal schauen will, während des Hörens vielleicht sogar schon, ob er es findet, der Kanal heißt Das Haus mit dem Rosensofa. Da kann man sich mal umschauen, was du da alles so hast. Es geht ja nicht nur ums Nähen, sondern mittlerweile auch ums Sticken. Ja, noch nicht ausreichend genug. Ich habe so eine Art Zwangspause einlegen müssen aber ich benutze die Maschine tatsächlich ungefähr jeden dritten Tag. Also ich benutze sie tatsächlich sehr oft, aber ich habe noch nicht genug gezeigt. Das kommt, es ist alles im Plan. Ja, kommt noch. Ja. Erzähl doch mal, wie du zu der Maschine gekommen bist. Also klar, eigentlich fängt jeder mit Nähen an. Die wenigsten landen direkt beim Sticken. Das sind dann oft auch die, wo es in Richtung Gewerbe geht. Aber bei dir war es der klassische Weg, Nähen. Und irgendwann kam gezwungenermaßen Sticken dazu. Sozusagen. Ich habe genäht und dadurch kannten wir uns auch, also der Nähpark und ich. Und dann kam die Einladung fürs Stickcamp. In Bayern fand das statt, im Mai letztes Jahr. Und da wurden Leute gesucht, die gar keine Ahnung haben vom Sticken und da passte ich perfekt rein. Und die Brother, also das war ein Raum mit unglaublich vielen schönen Stickmaschinen und schön gestickten Sachen und wir sollten uns eine Maschine aussuchen und ich habe die Brother genommen, weil ich schon eine Nähmaschine von denen hatte und die für mich, also ich habe jetzt, da standen unglaublich viele Firmen, aber die war für mich so die, wo ich dachte, das könnte klappen. Ja, wir haben uns vorher natürlich Gedanken gemacht, welche Maschinen wir dort aufbauen. Der Platz ist ja begrenzt. Das heißt, wir konnten jetzt nicht wesentlich mehr Maschinen aufbauen, als Teilnehmer da waren. Und da war so der Gedanke, streiten sich dann vielleicht zwei um eine Maschine? Also es kam tatsächlich vor, dass jemand mit einem Handtuch seine Maschine reserviert hat, wie es die Deutschen halt immer so machen. Und dann sind, würde man sagen, drei Viertel der Maschinen frei rumgestanden und wir haben es einfach mal auf uns zukommen lassen, wer vielleicht auf welche Maschine direkt zugeht. Und ich muss sagen, es ist eigentlich gut aufgegangen. Also jeder hat eine Maschine gefunden.
mit der dann auch was zustande gekommen ist. Also es war keiner an der völlig falschen Maschine gesessen. Manchmal war es natürlich auch ein Volltreffer. Ja, bei mir, hier, ich bin's. Ja, also das ist schon sehr cool. Du hast ja auch gleich losgelegt. Also wir haben vorher die Aufgabe gestellt. Jeder darf sich auch schon mal ein Stickmuster aussuchen. Wir fangen mit unserem eigenen Projekt an und am Nachmittag dann mit dem anderen. Und es hat bei dir super funktioniert, ne? Ja, wenn man davon absieht, dass ich die Datei nicht entpackt hatte, da hattest du mir Ja. noch geholfen. Aber es ist ja tatsächlich so einfach. Man nimmt eine Datei, die kann man kaufen oder man hat so ein Abo und zieht die auf einen USB-Stick und dann steckt man den Stick in die Maschine und die fragt, welche Größe darf es dann sein und dann geht's los. Und ja, es ist schon sehr beeindruckend, wie einfach die zu bedienen ist. Ja, den Eindruck hatte ich bei dir auch. Also ich meine, es liegt am Nutzer, es liegt aber auch an der Maschine, also an beidem zusammen, wie intuitiv die Bedienung ist, vor allem für Stickneulinge. Also wir haben euch die Basics noch so ein bisschen mitgegeben, Vlies, Einspannen, Motivauswahl und so. Aber trotzdem fällt mir das oft auf, dass gerade bei der V3 oder auch jetzt wie bei der größeren, bei der Stellaire, im Allgemeinen halt bei Brasser, die Bedienung für Neulinge ist. Also war dann auch bei dir so, du hast gleich ein Taschenteil bestickt, die Tasche hast du dann ja auch noch genäht. Die ist in dem einen Video, wenn ich mich recht erinnere. Welche war das? Ich habe inzwischen so viele Taschen bestickt. Es ist ja jetzt schon wieder eine Zeit her, Das ist also schon echt im eine Weile her, da 2. muss ich Mai, tatsächlich ne? gucken. Wenn wir es finden, werden wir es verlinken. Ich finde das raus. Genau. Also ich, was unglaublich gut ist, ist für so diese Ruckzuck-Beuteltaschen, diese ganz einfachen Einkaufstaschen, da hat man vorne Platz, da kann man alles drauf sticken, was man möchte. Und ja, die sind dann auch schnell genäht. Das ist ein super Team. Und dafür passt der Stickbereich ja auch gut. Also Der, super. mit 20 mal 30, da kann man bei Taschen einiges machen. Finde ich, ist auch immer die richtige Größe für T-Shirts. Also, wenn man jetzt einen sehr kleinen Stickbereich hat und möchte vorne auf dem T-Shirt oder auf dem Rücken was sticken, das sieht halt dann schnell mickrig aus, wenn das ja, bis 18 cm begrenzt ist. Hast ein großes Herren-T-Shirt, da darf es auch ein bisschen breiter sein. Also, da ist 20 mal 30 wirklich vollkommen ausreichend für alle Arten von Motiven. Unbedingt. Nutze ich auch. Wir besticken T-Shirts. Kissenhüllen sind super. Und eben Taschen. Ja, für Kissenhüllen hast du halt 40 cm oder 50 cm. Da machen sich 30 cm schon gut. Aber wie ist denn jetzt die Maschine zu dir gekommen? Müssen wir ja auch noch erwähnen. Du hast sie ja nicht vom Stickcamp mitgenommen. Nee, ich habe sie nicht mitgenommen. Was es gibt, was ich nicht wusste, man kann sich solche Maschinen leihen. Und zwar. Nähmaschine for You verleiht diese Maschinen. Also man sucht sich eine aus und die wird einem zugeschickt. Man kann eine neue Maschine wählen oder eine gebrauchte Maschine und gucken, ob das passt. Ich konnte sie nun vorher schon ausprobieren. Ich war da echt im Vorteil. Und dann, ja, zahlt man einen monatlichen Mietbetrag und solange man möchte, bleibt die Maschine stehen. Und wenn man sie nachher kaufen möchte, wird der Mietpreis, meine ich, sogar komplett angerechnet. Ist richtig, ne? Also, das ist eine super gute Sache. Das gilt auch nicht nur für Stickmaschinen. Man kann tatsächlich fast alle Maschinen irgendwie mieten, Nähmaschinen, Overlock, Coverlock, geht alles, ne? Ja, also das Sortiment ist ein bisschen kleiner als im Nähpark-Shop. Es kommt immer darauf an, wie die Marktsituation ist. Also wir kennen es ja alle von Corona, dass manche Produkte einfach eine Zeit lang nicht lieferbar sind. Und bei uns ist natürlich die Priorität im normalen Online-Shop. Also wenn von einer Maschine nur sehr wenige da sind, dann gibt es erstmal nichts zu leihen. Der andere Punkt, da werden wir auch oft gefragt, warum die Maschinen nicht bei Nähmaschine for You dabei sind. Das betrifft gerade Stickmaschinen und Kombigeräte, wenn eine Software dabei ist. Also es gibt ja so Pakete, wo ich eine Software zur Maschine bekomme und wenn man diese Software aktiviert, dann ist die ja verbraucht. Also Ah, ja. können wir die nicht zurücknehmen.
müssen die Software quasi berechnen und es ist alles ein bisschen auch schwer zu erklären im Online-Shop und deswegen haben wir solche Maschinen zum Beispiel nicht drin. Betrifft gerade die Banette, die B70 zum Beispiel, wäre ja auch eine reine Stickmaschine, aber da ist eine Software dabei und deswegen gibt es die nicht zu mieten. Schade, aber kann man aktuell nicht ändern. Bei der V3 ist es nicht so, da ist keine Software dabei und deswegen gibt es die auch bei Nähmaschine for You. Ja, und wer die mietet, zahlt nicht mehr als das, was sie im Endeffekt kostet. Also egal, wie spät ich mich dafür entscheide, die zu kaufen, wird es nicht teurer, als sie im normalen Shop gewesen wäre. Und das ist bei Stickmaschinen, finde ich, gerade gut, weil viele Angst haben, bleibe ich dabei? Man kennt sich ja selbst, ne? Also diese Strohfeuer, die mal so 3 Monate brennen. Ich glaube, das haben wir alle schon mal mitgemacht. Unbedingt. Und dann kann man einfach sagen, okay, das war jetzt schön, aber ich mache das nicht auf Dauer. Und dann ist der Verlust einfach nicht so groß, wie wenn ich sie gekauft hätte. Ja, das ist eine tolle, also es ist eine super tolle Möglichkeit, das auszuprobieren. Kann ich nur empfehlen. Richtig gut. Du hast ja jetzt schon ein bisschen länger probiert. Oh ja. Und ich glaube, das wird sich so schnell nicht ändern. Nee, ich glaube auch. Einmal stickifiziert. Ja, hält an. Hast du denn dann auch schon Zubehör gekauft oder arbeitest du mit dem, was dabei ist? Ich habe einen Rahmen dazu gekauft, den kleinen Rahmen. Wobei die meisten Dateien gar nicht klein genug sind. Also die meisten Dateien sind größer, aber wenn man so ein ganz kleines so ein Button oder sowas sticken möchte, dafür ist der kleine Rahmen natürlich ausreichend. Brauche ich nicht so still, brauche ich nicht so viel Stickvlies abschneiden und das ist ganz praktisch. Ja. Und sonst benutze ich sie so, wie sie gekommen ist. Ja, aber das mit dem Rahmen ist schon wichtig anzusprechen. Bei den kleineren Modellen ist ja der kleinere auch immer noch dabei. Am Anfang denkt man immer so, größer ist immer besser. Aber manche Sachen sind einfach sehr klein beim Sticken. Es ist ja auch zum Beispiel gerade so ein gewisser Trend, Ohrringe zu sticken. Die sind ja nicht sehr groß. Wenn ich da jedes Mal da den 20x20 benutze, habe ich zum einen viel Vlies verbraucht und bei Freestanding Lace zum Beispiel schwächt es auch mein Vlies, wenn das wesentlich größer ist als meine Datei. Also das Stickergebnis wird im kleinen Rahmen besser als im großen. Und der kleine verleitet dann auch immer dazu, möglichst viel reinzupacken. Der große, Entschuldigung, so rum. Und manche Motive sollte man nicht auf Masse produzieren, weil sonst unsauber wird. Also betrifft jetzt eher so Freestanding-Motive. Bei Patches ist es wieder ein bisschen anders. Die ziehen nicht so sehr am Vlies. Hast du denn schon mal vervielfältigt? Ja. Ich Sicher. Natürlich. habe nämlich gerade überlegt, ich meine, ich habe auch schon was gesehen. Ja, einmal habe ich mir mein Logo digitalisieren lassen. Und das habe ich natürlich gleich mehrfach gestickt. Das ging auch wunderbar. Aber die kleinste Größe ist, glaube ich, 7x7 cm. Also kleiner geht es da nicht. Was ja auch okay ist, kann ich auf Ja. fast alle Taschen bringen. Ja, doch, ich stick alles, was mir unter. Also Ohrringe habe ich noch nie gehört, aber habe ich jetzt im Kopf. Ja. Werde ich ausprobieren. Ich gucke, was ich mag, was mir gefällt, und dann wird das gestickt. So geht das. Bist du dann eher so der Projektbesticker oder Teilebesticker? Das ist ja auch immer so eine Diskussion. Also ich bevorzuge das Sticken vor dem Nähen. Auch Ja, bei T-Shirts, auch wenn ich habe immer Angst, ich ruiniere mal mein Teil damit. Und meine Kollegin, die stickt eigentlich immer auf das fertige Teil, soweit es irgendwie geht. Also bei Taschen wird es natürlich schwierig. Wie ist es bei dir? ich muss Taschen werden vorher bestickt. Das geht nicht anders, würde ich jetzt einfach mal sagen. T-Shirts habe ich viele bestickt, und zwar gekaufte. Von daher waren Okay, die logisch. fertig und es ist nicht einmal schief gegangen.
Das ist jetzt Gut. vielleicht auch ein bisschen Glück, aber tatsächlich hatte ich da noch keine Probleme. Und ja, Kissenhüllen zum Beispiel, fertig gekaufte muss man auftrennen. Das nützt da nichts. Oder man näht sie halt hinterher. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich selber nähe, immer vorher sticken. Dann kann ich ja auch rundherum schneiden, sodass ich das Motiv wirklich da habe, wo ich es haben möchte. Also. Ja. Also wie gesagt, ich bin auch so eher der Typ, erst sticken, dann nähen, soweit es möglich ist. Bei den Kissenhüllen ist es so, die V3 ist halt eine Flachbettstickmaschine. Also es gibt ja auch Stickmaschinen, wo ich dann die Kissenhülle über den Arm ziehen kann. Bei Brother wäre es eine Mehrnadelmaschine oder die Einnadelmaschine zum Stellen. Also, wie jetzt die PR-Modelle, die PR1055, da kannst du auch eine fertige Kissenhülle besticken. Dafür hast du halt dann ein vielfach größeres Teil dastehen. Braucht ein Ja, bisschen mehr gut. Platz. Das ist, da habe ich jetzt ja tatsächlich echt Glück, dass ich einen eigenen Raum hier habe und es kann hier alles stehen und bleibt auch stehen. Und ja, aber das kann ich mir gut vorstellen, dass das manchen Leuten wirklich Probleme macht. Vor allen Dingen der Karton. Ja. Also, wenn ich irgendwas nennen sollte, was ich nicht schön finde, ist es der Karton. Die ist ja halt geliehen. Und der ist ja locker doppelt so groß wie die Maschine. Und ja, der ist, also wenn man da keinen Keller oder einen Dachboden hat, dann ist das schon schwierig, glaube ich. Aber an der Maschine selbst fällt mir gar nichts ein, was ich nicht irgendwie, also da habe ich noch nichts Negatives festgestellt. Ja. Es muss ja nicht immer die Maschine sein, es kann auch die Verpackung sein, aber ich kann nicht so verstehen, wenn ich diesen Karton sehe von der V3, no, ich muss sagen, noch schlimmer ist der von der Stellaire. Der ist wirklich ein paar Zentimeter zu breit für alles. Aber auch bei der V3, diese quadratische Form, also man kann sie, muss ich sagen, als Frau kaum richtig anfassen, weil die Arme zu kurz sind. Ja, Ja. verstehe ich. Es ist halt, weil das Stickmodul nochmal extra eingepackt ist im Karton. Es gibt andere Hersteller, die machen es dann einfach auf zwei Kartons. Also du hast dann einen normalen Nähmaschinenkarton und einen flachen Stickmodulkarton. Finde ich persönlich jetzt praktischer. Aber da muss ich sagen, das ist noch das Geringste eigentlich. Hauptsache die Maschine ist top. Ja, und die kommt sicher an. Also da denke ich im Vorfeld immer bei jedem Technikgerät, hoffentlich kommt das sicher an. Aber das scheint überhaupt kein Problem zu sein. Also die Sachen sind eingepackt in diese Form, die da drin sind in dem Karton. Und da habe ich noch nie irgendwas erlebt. Aber jetzt steht halt der Karton da. Ja, weil vielleicht schickst du sie ja irgendwann mal zurück. Könntest Ja. dich natürlich auch entschließen, sie jetzt zu behalten, dann dürftest du den Karton auch entsorgen. Denn wenn du sie dann doch mal einschicken musst, haben wir ja noch die Versandboxen. Ach. Ich sage eigentlich zu jedem Kunden, bitte heben Sie den Originalkarton auf. Es steht auch bei uns auf diesen Beipackzetteln, die mit der Lieferung kommen, steht es drauf, bitte aufbewahren. Aber manchmal geht's einfach nicht. Also Wohnraum ist begrenzt und man muss sich irgendwann mal für ein Teil entscheiden. Oder der Karton ist beschädigt, passiert ja auch beim Versand, oder er wird mal nass, alles Mögliche. Und wir haben ja auch Kunden bzw. Maschinen von Kunden, für die es gar keinen Karton mehr gibt, weil die schon so alt sind. Also wir reparieren ja alles. Und dafür haben wir Versandboxen. Die sind sehr stabil, die haben einen fest verbundenen Deckel mit der Box, mit Spanngurten, die dann geschlossen werden. Und wenn jetzt jemand sagt, ich habe keinen Karton, dann schicken wir die leer raus. Also nicht ganz leer, weil die ist mit Polstern gefüllt. Die haben wir uns extra machen lassen. Und so kommt das Ganze dann an. Dann packst du die Maschine rein, stopfst sie aus mit diesen Polstern, die dabei sind, und schickst sie dann wieder zurück an uns. Großartig. Ja. Also du brauchst jetzt keine Angst haben, wenn du sie behältst, darfst du den Karton entsorgen. Solange du sie mietest, musst du ihn behalten. Ich denke, wenn ich sie tatsächlich mal zur Inspektion schicken würde oder auch meine Nähmaschine,
Ich würde immer den, also für solche Maschinen, hochwertige Maschinen, würde ich immer die Kartons behalten. Ja. Ja. Aber das ist natürlich eine gute. Wir hatten letztens Wasser im Keller und das ist nicht bis zu den Kartons gelaufen. Das war aber reines Glück und das hätte tatsächlich auch schief gehen können. Ja. Genau. Also ich hatte das mit einer Maschine, die musste ich wirklich mehrmals hin und her schicken. Da war dann irgendwann der Karton verbraucht. Also der war auch, muss ich sagen, nicht so stabil wie ein Karton von Brother und nicht so gut ausgepolstert. Da haben andere Hersteller noch so ein bisschen was zu tun. Da ist dann unten die untere Styroporplatte gebrochen und von unten war der auch angestoßen. Die war dann tatsächlich defekt, also als sie ankam. Ist beim Nähpark kein Problem. Es ist alles versichert, aber ich hatte einfach keinen Karton mehr. Den wollte ich nicht mehr verwenden. Und man bekommt ja kaum Originalkartons. Manchmal werden welche verkauft, ja. Aber seitdem habe ich die dann in dieser Versandbox verschickt. Das ist eine super Möglichkeit. Richtig gut. Jo. Also haben wir schon wieder ein Problem geklärt. Ja, wunderbar. Jetzt hast du ganz neu angefangen mit der V3, also die ersten Stickereien. Was viele fragen, wenn sie anfangen, was brauche ich denn alles? Wie war das für dich am Anfang, das richtige Material zu finden und für welches hast du dich so entschieden? Hat sie irgendwelche Ansprüche, die V3? Ich hatte ja nun echt den großen Vorteil, in dem Stickcamp gewesen zu sein. Und uns wurde gezeigt, welches Stickvlies für welches Material. Und es gibt Ausreißvlies und Auswaschvlies und Schneidevlies. Und wäre ich nicht da gewesen, wäre es das wahrscheinlich gewesen so. Man kann sich da einlesen. Es ist nicht so furchtbar schwer. Und sie verzeiht auch Fehler. Also ich habe hier schon Stoff bestickt mit dem falschen Vlies drunter und auch das ging gut. Also es ist nicht so furchtbar schlimm. Wenn man zwei Lagen Vlies da einspannt und dann den Stoff da drauf klebt oder mit einspannt, dann klappt das eigentlich ganz gut. Bestimmtes Material. Also, ich habe das genutzt, was ihr vorgestellt habt. Und das habe ich auch einfach nachbestellt. Was einmal funktioniert, ändere ich nicht. Die größten Probleme habe ich die ersten Wochen damit gehabt. Wochen. Den Rahmen zu spannen. Das ist wie beim Taschewenden. Man muss vorher wissen, wie es am Ende aussehen soll. Und dieser Rahmen, das war beeindruckend, dass ich da jedes Mal vorher saß und dachte, was zuerst? Und es ist wirklich nicht schwer. Ich will da keinem Angst machen. Es ist wirklich nicht schwer. Man muss es nur einmal begriffen haben. Und es hat bei mir leider länger gedauert. Und die Garne, ja, das Madeira-Garn habe ich ja hier dann. Ich habe ein ganz Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Ich habe ein ganz günstiges Unterspulengarn, also der Unterfaden. Das habe ich günstig mal nachgekauft. Und auch das macht keine Probleme. Also auch das funktioniert. Was mich insgesamt gewundert hat, dass diese Maschine, jede Stickmaschine scheinbar, einen Unterfaden hat, der nicht zum Oberfaden passt. Also der ist entweder weiß oder schwarz. Und wenn man nur näht, dann weiß man, man spult das um und die Farben passen zusammen. Und das ist bei einer Stickmaschine überhaupt nicht so. Ja, das sind so Sachen, die mich echt überrascht haben, als es losging. Also da hast du wirklich den Vorteil durchs Stickcamp. Beim Vorbereiten war für uns gleich klar, dass wir diese Starter-Kits für die Fliese dazu brauchen. Das sind auch Teile, die ich bin zwar selten im Laden, aber wenn ich mal einen Kunden im Laden habe zum Sticken, immer in die Hand nehme, entweder von Sulky oder von Madeira, nehmen Sie sich bitte so ein Starter-Kit mit. Dann liegt alles daheim. Man weiß nie, was man mal ausprobieren will, welche Technik oder was vielleicht auch in der Anleitung zu dem Stickmotiv drinsteht. Mit so einem Starterkit habe ich zumindest von den gängigsten Fliesen ein großes Stück zu Hause, das ich dann immer benutzen kann. Und dann kann ich mir immer noch überlegen, bestelle ich das auf der Rolle oder in der Packung nochmal nach. Die habt ihr ja auch bekommen. Und hast du sie schon benutzt? Also ich habe schon von Stickcamp-Teilnehmerinnen gehört, die das wie so ein Heiligtum daheim ungeöffnet liegen lassen. Nee, bei mir liegt selten was ungeöffnet rum. Also wenn ich das,
Ich habe die auch wirklich benutzt und verschiedene Materialien ausprobiert. Und ich habe, es ist noch was über, aber ich habe die durchaus alle, fast alle benutzt. Das Tolle an diesem Starter-Set ist halt, da steht auch drauf, was man für was braucht. Ich will das jetzt gar nicht so kompliziert machen. So ist es nicht, aber man muss halt wissen, was man tut. Aber das ist ja bei allem so, was man macht. Aber im Allgemeinen, du hast es ja schon angesprochen, sie stickt auch mit einem falschen Vlies und sie stickt auch mit einem günstigen Unterfahren. Habe ich nicht gehört. Nein, also ich finde auch die V3 ist sehr tolerant. Man muss es nicht immer ausreizen, bis zum geht nicht mehr. Also die Kombination aus allem, was man nicht machen sollte. Aber ich habe auch manchmal schon eigentlich gedankenlos gestickt und hinterher dachte ich mir so, ah, das hättest du eigentlich jetzt gar nicht so machen sollen, aber sie stickt einfach. Und sie stickt auch toll mit Nähgarn, finde ich. Also ich Ach. sticke gerne mit Nähgarn, weil die meisten Stickgarne sind ja glänzend. Aber manchmal passt matt einfach besser. Und bis vor kurzem gab es jetzt nicht so viel Auswahl bei matten Stickgarnen. Frosted Matt war mir dann zu matt. Jetzt gibt es Senza Green von Madeira. Das nutze ich jetzt auch gern, aber da gibt es halt auch noch nicht alle Farben. Und die V3, die stickt auch tadellos mit Nähgarn. Gut zu wissen. Das werde ich jetzt auch sofort mal ausprobieren. Ja. Qualitativ hochwertige Nähgarn natürlich. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Oder auch Overlockgarn. Okay. Also ich habe zum Beispiel Mettler Sera Coa. Das ist ja jetzt dem Seralon sehr ähnlich, nur dünner. Mit dem stecke ich auch gerne. Also das habe ich mich tatsächlich überhaupt nicht getraut. Bei dem Stickfliesen dachte ich, naja, was soll. Dann mache ich es halt neu. Aber das Garn, da dachte ich, nee, Siehst du? das muss Stickgarn sein. Ja, wenn du jetzt viel mit Nähgarn stickst zum Beispiel, musst du sie halt oben öfter sauber machen. Ja, gut. Weil ein Nähgarn ja mehr fusselt, bedingt durch die Oberfläche, die soll ja so sein. Das Stickgarn ist halt schön glatt. Soll es ja auch sein für die hohen Geschwindigkeiten, die da vorkommen und für die hohen Stichzahlen, ist ein glattes Garn immer besser. Aber du hast vorhin noch gemeint, wegen diesem Madeira-Garn. Ihr habt von uns die Box bekommen. Da möchte ich noch so einen allgemeinen Hinweis dazu geben. Okay. Das ist Madeira Polyneon. Wir haben diese Box extra für euch zusammengestellt mit Madeira. Also Madeira hat gesagt, ja, wenn ihr das macht, gerne, wir machen eine extra Box und die Farben ausgesucht, weil wir fanden, in den bisherigen Boxen waren immer so Aussetzer dabei, also so Farben, die keiner braucht. Dann haben wir unsere Auswahl getroffen und bei Madeira ging es dann auch so: Ja, wollt ihr das mit Rayon machen oder mit Polyester? Und wir haben gesagt: Natürlich mit Polyester, weil wir auch den Anfängern immer zu Polyester raten. Weil Rayon schneller reißt. Es ist ein Naturmaterial, es ist weicher, es glänzt mehr, aber es reißt halt auch schneller mal. Und irgendwie heißt Madeira-Stickgarn in der ganzen Welt nur Madeira-Stickgarn und keiner unterscheidet zwischen Rayon und Polyester. Und ich sehe das ganz oft, wenn dann jemand sagt, ja, ich stick mit Madeira-Garn und das Problem und irgendwo steht eine Spule rum und ich so, ja, klar, es ist Rayon. Das wäre vielleicht jetzt für dieses Projekt oder für den Anfang nicht die richtige Wahl. Und es ist auch mein Steckenpferd, die Welt aufzuklären, dass es auch Polyestergarn von Madeira gibt. Das du ja jetzt hattest. Also du hattest bis jetzt mit Polyester gestickt. Ja, das, und wie gesagt, nicht einmal Probleme. Also, das hat wunderbar funktioniert. Wobei ich mich Schön. da auch nicht eingelesen habe. Ich habe gedacht, Stickgarn passt. Das ist so, ich versuche es dann halt. Wenn es nicht passt, merke ich es dann. Also, ich bin da ja eher so einfach mal ausprobieren. Und hat gut geklappt. Ja, na, wenn es funktioniert, soll man sich eigentlich auch keine Gedanken machen, warum es funktioniert. Ist doch egal. Und erst dann, wenn es nicht funktioniert, muss man halt einfach mal sagen, okay, entweder ich informiere mich jetzt selbst oder ich frage halt einfach mal. Genau. Das ist dann ja wieder unser Job. Genau. Also ich fand die Veranstaltung auch für uns gut, was wir da so erlebt haben.
Es waren ja meistens wirklich Anfänger, auch ein paar so, ich habe schon mal gestickt, ich komme bloß nicht rein. Diese Typen hatten wir auch noch dabei. Es war echt eine super Veranstaltung. Wir haben auch viel dazu gelernt. Aber es hat sich auch wirklich gezeigt, dass die V3 und auch die Stellaire, die hatten wir ja auch noch dabei, die ja im Endeffekt eine verbesserte V3 ist, sie kann halt mehr, wirklich sehr intuitive Maschinen sind. Ja, und so nett. Also ich mag ja technische Geräte sowieso. Das heißt nicht, dass ich mit allen umgehen kann. Alles, was ein Computer braucht, finde ich schwierig, aber die kann man einfach befüllen und dann hat die so ein schönes Display und dann sagt man, ich hätte gern das und die sagt, okay, spann den grünen Faden ein und dann mache ich das. Und das ist genauso funktioniert das. Und die Da kann man wirklich vorsitzen und stundenlang zugucken, weil das wirklich so, das ist einfach, das ist sehr schön. So, du gesagt hast, sie ist so nett, habe ich wieder an diesen typischen Sound gedacht. Also es gibt ja für alles einen Meldungssound. Ja, da hat sie schöne Töne. Und bunt, also das Display ist bunt und ich weiß, es ist wirklich nichts. Ich kaufe halt auch nach Werbung. Also ich kaufe nach Farben, ich kaufe nach Werbung. Die hat eine wunderschöne Farbe, das ist diese Spezial Edition. Und ja, also wer da Wert drauf legt oder da auch drauf reinfällt auf solche Sachen, für den ist die auf jeden Fall auch was. Gut, da wäre ich jetzt immun. Das ist jetzt nicht meine Farbe. Ja, sie hat halt einen pinken Streifen. Ja, schon Weinrot. Was ist schon, oder? Doch, doch, doch. Das ist schon Wein. Naja. Bei mir steht dann eher die Funktionalität im Vordergrund. Wenn sie genau das macht, was sie will, dann kann sie auch pink sein. Das ist super. Ja, ich weiß, dass das geht mir mit ganz vielen Sachen so, dass ich denke, ah, sieht hübsch aus und dann gucke ich mal und ja, die funktioniert halt super. Also es passt wirklich perfekt. Ist nicht umsonst eine der beliebtesten Kann reinen ich verstehen. Stickmaschinen. Ja. Sie hat ja auch diesen Laserpointer, also jetzt in der Special Edition oder Limited Edition heißt es ja bei Browser. Vorher war der nicht dabei. Hast du den schon benutzt? Ich habe, mein Bruder ist bei der Feuerwehr und wollte ein T-Shirt bestickt haben mit Freiwillige Feuerwehr. Und da den Anfang zu finden von der zweiten Zeile der Buchstaben, da habe ich das erste Mal benutzt. Und das ist natürlich unglaublich hilfreich, wenn man sehen kann, wo das genau losgeht. Man kann das ja wirklich einstellen. Also ich kann sagen, die Maschine zeigt mir vorher den Bereich, wo gestickt wird. Und wenn ich sage, ich möchte so etwas weiter nach rechts haben, dann kann man es halt alles einstellen. Und dafür ist der Laser richtig gut. Und anscheinend auch intuitiv zu bedienen. Das war, ja. Also Anleitung habe ich selten in der Hand. Und die Knöpfe sind halt, das ist auch wirklich alles so gemacht, dass man das, wenn man schon mal an irgendeiner Nähmaschinenart gesessen hat, glaube ich, wirklich gut bedienen kann. Gibt es denn ein Projekt, das dir so im Kopf geblieben ist mit der V3, wo du sagst so, ha, ist das toll, dass ich die habe? Oder oh, das war jetzt sehr kompliziert. Ich bin froh, dass ich fertig bin. Ich habe eine Sache gestickt. Ich weiß, das war eine Stickdatei und die war sehr eng. Also im Prinzip viel zu, ich weiß nicht, Dicht. wie es heißt. Ja, zu dicht. Also man hätte das irgendwie entzerren müssen oder größer sticken müssen. Und die hatte meine Schwiegermutter sich jetzt aber ausgesucht und dann haben wir das gestickt und dann habe ich erst habe sie langsamer sticken lassen. Und trotzdem brach dann die Nadel irgendwann, weil viel zu viele Stiche auf einem Fleck waren. Und da war ich wirklich froh, dass das nachher trotzdem geklappt hat. Also ich habe dann einfach eine neue Nadel genommen. Man kann ja auch 10, 20, 100 Stiche, was weiß ich, vor- und zurückspulen. Und auch das hat sie dann geschafft. Aber da war ich so das erste Mal so, boah, also man sitzt dann ja da und denkt, wenn die ist ja schnell, wenn dann die Nadel abbricht, ist das schon so. Aber das ist alles, es war einmal und seitdem ist alles gut. Ja, man hört es ja manchmal schon so kommen, ne? Also gleich passiert irgendwas. Schafft Genau. man es rechtzeitig an die Maschine, um sie anzuhalten? Ja.
Ja, wir Nicht saßen halt immer. davor. Aber und besonders schön ist tatsächlich, der Anfang war unglaublich schön, weil ich davor saß. Die hat so einen kleinen Hebel, dieser Hebel, jedes Mal, wenn der Faden abgeschnitten wird, dann schiebt der Hebel den Faden nach hinten. Ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches. Auf jeden Fall sieht es so aus. Und man sitzt da so vor und freut sich jedes Mal, wenn dieser Hebel, also vielleicht geht es auch nur mir so, aber ich weiß, ich hatte meine Familie hier, wir haben ja alle schon gestickt und wir sitzen dann alle davor und freuen uns so, dieser Maschine zuzugucken. Und das ist schon beeindruckend. Also die macht wirklich viel Freude. Ja, also die Bewegung kenne ich, die Entfernung des Fadens, dass sie halt wieder sauber das Sticken anfängt. Und ich kenne das auch, wenn man davor sitzt und zuschaut. Also die Gespräche haben wir auch oft. Es gibt Leute, ich möchte gerne, dass die Maschine so gut wie möglich alleine arbeitet und ich möchte die Dateien so, dass ich möglichst lang wegbleiben kann und die stickt halt einfach nur. Und ich sitze immer davor. Und schau zu. Es ist wirklich schön. Also was man dann, man kann natürlich, wenn man das Glück hat, wie ich hier einen großen Tisch zu haben, kann man einfach nebenbei nähen. Wenn die 5 Stunden stickt, sitze ich jetzt nicht wirklich 5 Stunden da, aber man ändert den Faden oder ich tausche die Faden, die Farben aus und sitze dann tatsächlich immer und gucke ihr zu. Es ist einfach, dann fängt die langsamer an und dann wird sie schneller und dann kommt dieses Häkchen da und ja, es ist schon sehr schön. Hast du denn bis jetzt nur normal gestickt? Also, es ist immer schwierig zu beschreiben, aber normales Sticken ist ja halt einfach ein Motiv auf irgendeinen Stoff zu sticken, der dann weiterverarbeitet wird oder Spezialsticktechniken wie jetzt in the hoop, freestanding lace oder was gibt es denn da noch? Couching. Ich hab nur normal gestickt. Ich habe mir In the Hoop-Dateien gekauft. Zauberhaft. Das ist so ein kleines Lebkuchenhaus und das wird komplett gestickt und dann nimmt man es raus und es ist fertig. Und ich habe auch so ein kleines Portemonnaie. Das ist schon sehr beeindruckend. Also die Maschine sagt jetzt, beziehungsweise man hat eine Datei dabei und dann wird gesagt, du stickst jetzt den ersten Teil, dann legst du Stoff auf, dann stickt die Maschine weiter, dann legst du wieder was drauf mit Reißverschluss und allem. Also ich habe mich schon schlau gemacht, aber gemacht habe ich das tatsächlich noch nicht. Ich besticke einfach alles, was mir in die Finger kommt hier gerade. Alle haben sich jetzt bunte T-Shirts an. Aber das ist so, ich möchte das gerne machen und dann, naja, ich möchte halt viel gerne machen und naja, irgendwann wird es kommen. Ja, hast ja noch ein bisschen Zeit Ja, dann. ja. Ich werde mich da mal durchwürdeln und werde dann berichten. So die Mietzeit noch verlängern Unbedingt. oder vielleicht doch behalten. Oder so. Ja, es macht wahrscheinlich wirklich Sinn, weil sie wirklich, ja, große Liebe. Sehr schön ist. Das ist doch schön zu hören, wenn man dann so aus einer spontanen Idee raus mal wieder jemand begeistern kann. Und es ist ja nochmal ein Hobby für sich. Also man darf es ja nicht beim Nähen mit einordnen, sondern Sticken ist nochmal extra. Ja, unbedingt. Und die können eben synchron, also man kann wirklich nähen und die Maschine stickt. Ja, man braucht halt Platz und Zeit für alles, ne? Das ist das einzig große Problem, glaube ich, wenn man so Hobbys hat, dass man einfach nicht genug Zeit hat für alles. Das kennen wir, glaube ich, alle. Alle. Aber weil du es gemeint hast, man kann nebenbei nähen. Also meinst du, ein Kombimodell wäre für dich gar keine Option? Nee. Ich würde schon, ich bin ja, ich sollte mir überlegen, was ich hier so sage, prinzipiell eher faul. Also wenn ich erstmal Geräte aufbauen muss oder je mehr ich aufbauen muss, desto weniger oft benutze ich sie. Und wenn ich die Maschine, ich weiß, man steckt die zum Teil nur zusammen, aber ich nähe ja wirklich unglaublich viel und jetzt, nee, ich würde wahrscheinlich immer ein Modell nehmen, was extra steht. Also das ist eben auch ein Thema, das ganz oft diskutiert wird und wo man jemand anderen die Entscheidung auch kaum abnehmen kann. Da muss jeder für sich selbst überlegen, was bin ich für ein Typ? Na, wenn ich sage so, das hält mich in meinem Flow ab. Also Arbeitsflow kann man es ja nicht nennen, es ist ja immer noch ein Hobby. Aber solange man Platz hat,
Eigentlich immer getrennte Maschinen. Unbedingt. Ja, weil Ja. das auch, das sind zwei verschiedene Sachen. Ich finde das eher komisch, wenn man das in, also, ja, ist aber meine persönliche Meinung. Also ich nähe halt auch ab und zu dabei und nee, ich würde die immer getrennt haben wollen. Siehst du, ich habe immer Kombimodelle. Okay. Hat aber ja zum einen Platzgrund. Also ich habe wenig Platz. Ich sticke wenig, aber exzessiv dann. Also wenn ich dann mal anfange, dann läuft es ja wirklich den ganzen Tag. Dann komme ich auch kaum zum Nähen, weil ich immer so Techniken mache, wo ich an der Maschine bleiben muss, wie in the Hoop zum Beispiel. Da brauche ich nicht anfangen zu nähen, weil das wird sowieso nichts. Oder ich schneide halt dann zu oder ich nähe dann mit der Overlock. Und meistens bei meinen Modellen können die Kombis noch mehr als die reinen Stickmaschinen oder reinen Nähmaschinen. Da muss man wirklich immer von Maschine zu Maschine überlegen, was vielleicht noch interessant wäre. Aber keine Angst, bei dir wäre es nicht so. Also die V5 könnte jetzt im Stickbereich auch nicht mehr als die V3. Weil die Ja. V5 wäre die Kombi bei dir. Nee, ich habe ja eine gute Nähmaschine. Also ich brauche jetzt, nö, 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 nö. Das ist schon alles. Das ist schon wunderbar. Und tatsächlich, es ist ja jetzt, also okay, ich will was machen und dann mache ich mich schlau, welche Maschine passt. Oder ich rufe bei euch an und dann kriege ich gesagt, das und das könnte passen. Aber an sich ist es ja unglaublich kompliziert, rauszukriegen, was welche Maschine kann. Also es ist, man kriegt es raus, aber im Prinzip müsste man so eine Vergleichsliste haben mit Kästchen. Hier, die kann das und die kann das. Und da habe ich, wenn ich eine Maschine habe, mit der ich gut arbeiten kann, dann habe ich da gar keinen Bedarf. Dann bin ich glücklich so. Ja, gut, dass du es gesagt hast. Wir haben ja diese Vergleichsliste. Ah, super. Ich erkläre es noch kurz. Bei Nähmaschine von For You jetzt nicht, aber wer bei Nähmaschine For You eine Maschine sucht, kann ja auch den Nähpark Online-Shop dafür nutzen. Also zum Beispiel auch, wenn es ums Zubehör geht, das kann man dann da aussuchen. Aber im Nähpark Online-Shop haben wir eine Vergleichsfunktion. Da klicke ich die Pfeile an bei dem Modell, das ich vergleichen will. Dann nehme ich zum Beispiel die V3. Und dann klicke ich die Janome 550 an und drücke auf Vergleich und dann wird nebeneinander aufgelistet, also die technischen Eigenschaften, die Größe, der Stickrahmen, aber auch in der Funktion Sticken, ob es einen Stickberater gibt, ob sie eine Umrandungsfunktion hat, wie das Positionieren abläuft. Das kann ich alles in der Tabelle nebeneinander anschauen. Super. Hilft bei der Vorauswahl und dann kann man trotzdem noch bei uns anrufen. Ja, das wusste ich tatsächlich gar nicht, aber ich bin ja auch wirklich da so reinge. Also, das war Du wirklich wusstest ja Glück. nicht. Genau, ich musste nicht. Ich durfte mich da hinsetzen, mir eine Maschine aussuchen. Super. Ja, das ist, ja. Aber tolle Sache. Richtig gut. Ist eben auch wichtig für diejenigen, die nicht bei uns vorbeikommen können. Also der weiteste Weg lohnt sich, aber zumindest sollte man Unbedingt. vorher immer noch so einen Plan haben, was man denn überhaupt anschauen möchte, um es ein bisschen einzugrenzen. Oder wer gar nicht kommen kann, der muss ja irgendwie noch eine Möglichkeit finden. Da sind wir jeden Tag dran, das zu machen. Ja, was stickst du denn als nächstes? Oh, ja, das ist jetzt eine gute Frage. Was sticke ich denn als nächstes? Also meine Mutter hat noch T-Shirts gekauft. Die müssen da noch. Stehen jetzt alle vor deiner Tür? Ja, das ist, wir haben quasi einen Plan, wer wann wie passt. Es muss halt zeitlich immer alles passen. So, meine Mutter wohnt aber nebenan, das passt. Ich habe eine kleine Tasche, die ich jetzt nähe, da wollte ich was draufsticken, aber meine Motive sind zu groß. Das ist nur eine kleine Umhängetasche. Und die nächste ist eine größere Tasche und da wird bestimmt irgendwas drauf landen. Ich bin da eher, also ich plane sowas ja eher nicht. Also ich habe Ja. was und dann mache ich das. Muss halt auch passen. Ja. Man kann es nicht immer erzwingen, wenn das passende Motiv nicht vorhanden ist oder einem gerade auch keins einfällt, dann kann man es auch einfach mal liegen lassen, bis sich was ergibt. Genau. Ja. Gut. Und dann aber auch sofort. Also wenn ich dann will, dann aber jetzt. Dann nicht erst aufbauen oder umbauen, sondern Genau, die steht sofort da und dann. und bitte perfekt. Ja, da habe ich also keine Bedenken. Dann würde ich sagen,
Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt zur V3 an die Kirsten, dann könnt ihr uns die schreiben über Facebook oder Instagram an den NAPARC. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an service@napark.com mit dem Hinweis, dass es um den Podcast geht. Wir leiten das weiter an die Kirsten oder wir beantworten das euch. Da finden wir immer eine Lösung. Ja, dann bedanke ich mich bei dir für die nette Unterhaltung über deine Lieblings-V3. Bin Sehr gespannt, wie es gerne. jetzt dann weitergeht mit Nähmaschine for You oder Übernahme oder sonst irgendwas. Aber dann meldest du dich einfach mal bei uns und dann finden wir einen Weg. Euch wünsche ich dann noch viel Spaß beim Sticken. Wir hören uns in einer Woche wieder. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.